Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zur Karriere SV Sturm Graz hier auf meinem Kanal auf Vizinator86TV Gaming. Lange, lange ist ja eine lange Winterpause vorbei hier in FIFA 22. Es geht wieder los, es geht weiter. Spiel SV Sturm Graz gegen WSG Tirol, Spiel Nummer 20. Wir stehen kurz vor Ende des Grunddurchgangs und Ankick, Sturm Graz in Weiß gegen Tirol. Wir führen die Tabelle an. So, wir haben natürlich am Transfermarkt einiges oder ein bisschen was gemacht. So, Vorsicht. Boah. Ah, da ist er. Ah, sehr viel Schnee hier. In Graz. Ja, wir haben Dario Tadic vom TSV Hartberg verpflichtet, Ekin Balay verkauft. Leihspieler aus der Jugendakademie verlieren. So, Gedeischeli versucht hier den Schuss aufs Tor. Ja, eine lange Pause. Warum, wieso? Ja, es war letzte Zeit etwas stressig, Corona, es macht ein bisschen zu schaffen und Chance für WSG. Macht ein bisschen zu schaffen, da hat man dann irgendwie keine Lust auf mache Dinge, aber jetzt geht's wieder weiter. Ja, die TSV Happe Karriere, die ich so lange versprochen habe, so lange davon geredet habe, wird dieses Jahr ausfallen. Wir werden wohl keine Karriere mit dem TSV Hartberg starten, außer ihr wollt es. Und ja, schreibt es in die Kommentare und ihr habt die Chance. Stimmt ab, wollt ihr eine Karriere mit dem TSV Hartberg sehen, dann liked oder und oder kommentiert. Liegt ganz an euch. So. Oh, Fehler von Sturm Graz. Und Ziemhartl mit der Parade. Ja, wie steht es aktuell um den Club Sturm Graz? Verdammt gut. Der Kader ist Spitzenklasse. Es könnte in der Saison sehr viel drin sein, endlich wieder Zuseher im Stadion erlaubt. Was will man mehr? So, jetzt der Lubic, Huan, Kitaishvili. Ah, da stehen die Tiroler. Sehr gut. So, wieder Kitaishvili! Aber gehalten. Eckball Sturm Graz. Oh, guter Kopfball. Aber Osegovic hat hier gut reagiert. So, Kelvin Yeboah, der bringt den Antritt mit, den man hier braucht. Wieder eine Top-Chance. Ranta Dedic. Wittrich mit der Klärung.
Janča, da kommt jetzt nicht wirklich jemand mit da vorne. Wow, Andreas Kuhn, aber die Chance wieder vorbei. So, Fröhling. Abwasser! Nächster Schuss von Tirol. Ja, ein etwas mühselige Phase hier von Sturm Graz. Ingolic. Lubic. So, Jakob Janča versucht es und Schuss geht weit vorbei. Einwurf. Das war abseits. So, 5 Minuten noch hier in Hälfte Nummer 1. 0 zu 0 der Spielstand. Eine, ja, nicht gerade allzu spannende Partie. Jetzt mal ein guter Pass. Danke mit der Flanke. Boah! Mit einer Riesenchance auf den Führungstreffer. Knapp am Tor vorbei. Mann müht sich hier gegen Tirol. Oh, Jeboa. Jeboa. Noch einmal Jeboa und da ist es. 1 zu 0. SG Stuttgart vor der Pause. Fehlpass von Tirol. Stuttgart nutzt diese Chance. Kevin Jeboa jetzt da. Macht er den Treffer. 1 zu 0. Die Führung kurz vor der Pause. Erst einmal ein Schlag ins Gesicht für die Tiroler und Halbzeit. Hier die anderen Ergebnisse. Spielbeginn, Hälfte Nummer 2. Und Abstoß. So, Kuhn. Daichele, Janča, Fehlpass. So, die Tiroler jetzt einmal im Vormarsch. Suchen es her, Schuss und nächste Chance. Für die Tiroler gute Chance, aber doch ganz knapp über das Tor. Oh. So, Wüthrich wieder am Ball. Kuhn. Jetzt da, guter Pass auf Dante. Der kommt mit der Flanke, Janča. Mit dem Flugkopfball. Nächste Chance. Aber auch der geht. Ja. Knapp am Tor vorbei. Es bleibt beim 1 zu 0.
So, jetzt da, nächste Chance. Oh, gehalten. Von Osegovic. Jantje legt ja auf für Jeboer. Toller Schuss, aber auch tolle Parade. Einwurf für Sturm Graz. Lubic. Irländer mal in Aktion. Von ihm hat man heute noch gar nichts gesehen oder sehr wenig. Hatte er zwischendurch mal eine Phase, wo er sehr, sehr gut unterwegs war. Seine Tore gemacht hat. Auch spielentscheidende Assists. Oh, Vorteil. Abgefahren. So, wieder. Daishvili. Lubic. Jeboer. Wieder Jeboer mit dem Schuss. Ganz klar. Wäre da bereit gestanden, um abzustauben. Wieder die Tiroler. Gar kein leichtes Unterfangen hier heute. Sind gut aufgestellt. Diesmal Kitaishvili. Er versucht es direkt. Ganz knapp am Tor vorbei. Schade. Die nächste Riesenchance. Auf das 2:0. Hier sehen wir es. Ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Next, wieder Sturm Graz am Ball. Kitaishvili! Ja, der Schuss zu. Ein bisschen schwach und unplatziert. Kuhn. Versucht das mit der A und das gibt es nicht da. War wohl Handspiel, also die Hand im Spiel. Werden wir gleich sehen. Ja, eindeutig Handspiel. Lukas Jäger jetzt für Ivan Lubic. Und Jakob Janča wird den Elfmeter ausführen. Oh nein! Verschießt! Verschießt hier den Elfmeter. Der Torwart reagiert nicht. Es bleibt beim 1:0. Oha, wenn sich das mal nicht recht. So, wieder Kuhn. Aber schon wieder vorbei. Es will einfach nicht. So, jetzt aufgepasst. Gut verteidigt. Kuhn. Nicht über zu spielen, ruhig überlegt. So, Jeboer. Läuft hier am Gegner auf. Tirol mit dem Zug nach vorne. Wollen hier natürlich den Ausgleich machen. Oh. Gutes Spiel, Janča. Jeboer, Ballverlust. Und Achtung. Wow, gut verteidigt. Eckball für die WSG. Nächster Wechsel beim WSG Sturm Graz. Fußback für Kuhn. Aufgepasst, boah,
War gefährlich. Weg mit dem Ball. Gefahr bleibt bestehen. Oh, gutes Passspiel jetzt von Tirol. Und was war hier? So, letzter Wechsel beim Stuttgart. Kasi Begovic für ihn. Oder er kommt für Ingolic. Freistoß Tirol. Ah, man kann die Tiroler hier nicht wirklich vom Ball trennen. Die sind ganz, ganz lästig jetzt. So, Jäger. Au! Oh, bleibt hier hängen. Und Freistoß Stuttgart bringt etwas Ruhe jetzt ins Spiel. Dante, die Boa-Chance ist wieder vorbei. Nachspielzeit 3 Minuten. Tirol bleibt auf Angriff. Und nein, es gibt 11 Meter für Tirol. Ah ja, da hat er die Hände im Spiel. So, Siemhandl. Oh, das ist der Ausgang. Der Ausgleich in der Nachspielzeit. Das schmerzt, das tut weh. Aber ist auch nicht ganz unverdient. Ja, da rächt sich der verschossene Elfmeter von Jakob Jančar, Slatko Dedic. Ja, man hatte die Chancen. Vielleicht geht es noch mal was. Ein Angriff. Vielleicht noch drinnen. Aber Schiedsrichter pfeift ab, es bleibt beim 1:1. Ja, schlechter Start nach der Winterpause. Man war in Hälfte 2 nicht mehr so aggressiv. Man hatte 2-3 Top-Chancen, aber das war es dann auch schon gewesen. Tirol war ständig am Drücker. Somit verdient das Unentschieden. 1:1 entstand hier Stuttgart gegen WSG Tirol. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Like, kommentiert und lasst auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Grüß aus Bachi, euer Lizinator.